Hallo zusammen. Wie ich schon im letzten Video angekündigt, mache ich heute noch mal einen Swipe mit Weiß unten drunter und im Grunde den gleichen Swipe wie beim letzten Mal und nur, dass ich diesmal das Weiß, was ich damals noch oben drüber gemacht hatte, weglasse und nur mit Schwarz swipe, damit das wirklich ein bisschen wie so ein Sternenhimmel dann am Schluss auch aussieht. Diese Leinwand ist jetzt ein bisschen kleiner, weil im Moment sind die bin ich noch nicht dazu gekommen, neue Leinwände zu kaufen, also werden die kleinen verwendet. Und jawohl. So, hier kommt jetzt erstmal ein bisschen breite Masse an Weiß rein. So, die verteile ich so ein bisschen in der Mitte, aber auch gleichmäßig. Zack, zack. Und wir fangen an mit Gold. Dann mache ich diesmal noch Silber dazu. Das war im letzten Video anders. Aber ich mag einfach Gold und Silber beides gerne. So. Und jetzt auf die eine Seite kommt Blau und auf die andere Seite kommt Rot. Und dann kommt oben drüber in die Mitte einmal Schwarz. So. Fast geschafft. Und dann nehme ich solche Karten, die man dann auch abwischen kann, damit man mehrmals swipen kann. Jedes Mal, wenn man swiped, sollte bei jedem Swipe die Karte einmal sauber sein. Also hier jetzt einmal ins Rote rein. Und bedenkt, ihr braucht Platz hinten für die Hand zum Swipen. So, abwaschen, so abwischen, ein Tuch oder so, das reicht schon. Und zack. Jetzt ist es sehr dunkel, aber ich glaube, das ist genau das, was ich möchte. Und jetzt in die andere Richtung. Ja, hier sieht man, da ist nicht ganz so viel Schwarz mitgekommen. Es ist nicht so dunkel. Ich nehme ein bisschen mehr mit. Weil ich glaube, das Schwarz macht halt auch diese schönen Zellstrukturen. Und jetzt nehme ich eine neue Karte, weil mir die nicht mehr passt. Und gehe noch einmal hier drüber. Mit ein bisschen mehr Schwarz und hoffentlich nicht so viel Rot. Zack, wunderschön. Guckt euch das an. So. Und jetzt ist es eigentlich genauso, wie ich das haben wollte. Aber wir machen hier jetzt noch ein bisschen, kleine Stufe, mit einem Flambierbrenner drüber. Und dann kommen noch mehr Zellen raus. Seht ihr, wie die hier jetzt aufpuppen? Das ist geil. Und dann sieht es wirklich ein bisschen so aus, wie als wäre es Sternenlandschaft oder was Schönes, Abstraktes. Manchmal kommt Weiß raus, manchmal kommt das Gold raus und in den meisten Fällen aber Blau oder Rot. Hier könnte man sagen, guck mal, da ist eine Milchstraße. Und mehr scheint nicht rauskommen zu wollen. So. Das war's. Cool, gefällt mir. Vielleicht ein Tick zu viel Schwarz. Ich überlege gerade, ob man das mal testen sollte. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe das schon sauber gewischt vorhin. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht zu fest. Ein bisschen mehr weg.
wegschieben. Das könnte eigentlich noch cooler sein, wenn hier zwischendrin mal was anderes rauskommt. Da jetzt was, hier war es zu viel. Jetzt bräuchte ich hier wieder mehr Schwarz. So finde ich es geil. Ah, ich glaube, das mache ich auf der anderen Seite auch. Ja, geilo. Cool. Ah, hier fehlt mir jetzt wieder das Schwarz. Ich glaube, da muss ich ein bisschen nachlegen. Nein. Und ich brauche eine neue Karte. Also ein Plastikding zu haben, ist schon besser. Das verformt sich nicht so schnell. Hier können wir jetzt auch die Seite nehmen. Ja, das ist cool. Und das ist auch gut. Jetzt noch mal mit dem Feuer drüber. Kommen wieder ein paar mehr raus. Aber man sieht nicht halb so viele wie vorhin. Denn wir haben ja jetzt schon die meisten Blasen rausgepackt. Oh, hier kommen doch noch ganz viele. Wow, super. Und das lassen wir jetzt mal trocknen. Ich nehme euch gleich mit, noch auf den Close-Up. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt mal wieder eine neue Technik gesehen, die ich so auch erst zum zweiten Mal ausprobiert habe. Und jupp. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Bleibt gesund und tschüssi.